Seid ihr herzlich willkommen, der Märchenprinz. Wir schauen die einzelnen Plätze an, ich lege die Karten aus und wir erfahren, wie geht es weiter in die Liebe. Diese Legung kannst du auch buchen und das ist gerade mein Angebot mit Astrologie, nach indischen Astrologie, wo ich euren Geburtshoroskopen vergleiche miteinander, besonders was die Liebe betrifft. Mein Honorar beträgt bei dieser Aktion 15 Euro. Also der Märchenprinz-Legung und dazu Astrologie. Hier in diesem Platz ist deine Sehnsüchte, Wünsche, deinen Gedanken. Was beschäftigt dich gerade? Dieser Sarg kann älteren Personen bedeuten oder die Vergangenheit, eine alte Freundschaft kehrt wieder zurück. Oder kann diese Karte auch bedeuten, dass du befindest dich gerade in einer erbschaftlichen Situation und das erfüllt gerade deinen Gedanken. Was dieses Sarg noch bedeuten kann, du möchtest etwas abschließen. Hier in diesem Platz schauen wir deinen Blick. Welche Richtung sollst du schauen? Dieser Ring bedeutet entweder deine Ehe oder seine Ehe oder eure Verbindung, kann auch bedeuten, hier kommt eine Hochzeit, eine Einladung oder du bekommst einen Heiratsantrag. Was dieser Ring noch bedeuten kann, etwas Wiederkehrendes, etwas Altes kehrt wieder zurück. Oder dieser Ring kann auch Verträgen bedeuten. Hier, was ist deine Ausstrahlung? Du bist jetzt ruhig, geduldig, abwartend und dieser Baum bedeutet auch Heilung. Und das strahlst du auch aus, diese Heilkraft, diese Heilenergie oder kluge Entscheidungen möchtest du treffen, weil du willst etwas in Ordnung bringen. Hier in diesem Platz schauen wir deine Handlungen an. Hier ist eine Reise. Entweder bist du auf die Reise oder planst du eine Reise. Oder diese Karte bedeutet auch die Hoffnung, dein Vertrauen. Und diese Reise kann auch eine innere Reise auch sein. Und das bedeutet dein Vertrauen, weil du vertraust, dass ihr seelisch miteinander verbunden seid. Hier in diesem Platz deine Vergangenheit oder karmischen Themen, eventuell Blockaden. Die Sternenhimmel bringen Glück und beschreibt auch dein Schicksal, euren Schicksal. Es passiert alles so, wie das im Sternen geschrieben ist. Stärke dein Vertrauen. Und jetzt schauen wir deinen Gefühlen an oder die Transformation, was ändert sich. Du lernst etwas. Oder dieser Buch kann auch bedeuten, sei zurückhaltend, sei geheimnisvoll. Hier sind seine Gedanken. Er möchte mit dir treffen, weil dieser Weg zeigt, wenn euren Schicksalswegen kreuzen sie sich. Diese Karte bedeutet auch seinen Entscheidungen, weil er erreicht
in seinem Lebensweg diese Kreuzung und wird neu orientieren. Wie wirst du gerade wahrgenommen? Sehr abweisend. Er kann dich nicht einschätzen. Er weiß nicht, wie du handelst, weil das kommt plötzlich oder unerwartet. Kann auch sein, dass er handelt und du nimmst das als plötzlich und unerwartet wahr und du weißt nicht, wie du reagieren sollst, zeigt vielleicht deine Unsicherheit. Welche Menschen ziehst du gerade an? Die Wolke zeigt etwas, was undurchschaubar ist. Du triffst gerade mit Menschen, die dich verunsichern. Kommt er entgegen? Die Vögel können natürlich Gesang auch bedeuten, ein Fest, Konzert zum Beispiel. Aber diese Karte bedeutet auch die Kommunikation. Also er sucht die Kontakt und möchte mit dir sprechen. Ist er offen für eine Beziehung? Ja. Und nein, weil mit diesem Schlüssel kann man etwas schließen, etwas öffnen, kann auch bedeuten, dass er Ängste hat oder zweifelt an etwas und diesen Gefühlen soll er abschließen. Und dann ist er offen für eine Beziehung, öffnet sich eine Tür, das sind die Chancen und zeigt auch seine Offenheit. Dieser Schlüssel bedeutet auch die Selbstsicherheit. Hat er Gefühle für dich? Dieser Bär zeigt die Kraft. Du gibst ihm Kraft. Starken Gefühlen bedeutet auch die innere Kraft. Er ist überzeugt davon, dass er Gefühle für dich hat. Was ist deine Lernaufgabe? Dass du zum Leichtigkeit kommst, außerdem, dass du bereit bist, etwas zu verändern. Die Störche symbolisieren die Veränderungen. Wann, wie, wo kommt dieser Märchenprinz? Entweder kennst du ihn schon, dann sprechen wir für einen bestimmten Mann. Oder wenn du keinen Traummann hast, dann schauen wir deine Chancen an. Wie ist die Begegnung? Diese Lilien zeigt etwas klären. Dass er entgegenkommt, er möchte mit dir etwas klären. Lilien bedeutet aber auch Thema Sexualität. Kann natürlich auch sein, dass er flirtet mit dir. Und wenn du dafür offen bist und möchtest du mit ihm treffen, dann verändert sich die Lage und damit beginnt eine Beziehung mit euch beiden. Und hier ist die Erfüllung, die seelische Verbindung, die Anziehungskraft, was zum Erfüllung geht. Hier dieser Kreuz bedeutet dein Glaube, Glaube daran, bedeutet auch Schicksal, eine karmische Liebe. Euren Schicksalswegen kreuzen sie sich. Außerdem, ihr werdet in euren Lebensweg diese Kreuzung erreichen und ihr werdet neu orientieren, klare Entscheidungen treffen. Und das war diese Aufnahme der Märchenprinz. Und ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.